Willkommen zurück zu Super Mario 3D Land! Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Heute machen wir Welt 8 zu Ende. Heute machen wir erste 8 Welten zu Ende. Heute machen wir, weiß ich nicht, vielleicht Anfang von erster Spezialwelt. Müssen wir gucken. Wenn nicht so schwer ist, dann machen wir so. Wenn doch, dann machen wir anders. Anders als so. Egal. Wisst ihr was? Warum sich immer diesen Stress machen? Du kannst auch chillig-vanillig machen. Immer diese ganze Stress herumschieben. Sehe ich aus wie Pizzabote oder was? Immer so schnell wie möglich zu Ende bringen, sonst Geld nicht bekommen. Oder was? Hau raus, Brodines. Dreh dich um. Dreh dich um. Immer diese ganze Stress vorwegen, du musst das und das erreichen. Ich kann es nicht mehr hören, weißt du, wie ich meine? Immer die ganze Stress schieben und das ganze Gedöns und alles. Ach, ist doch alles nicht normal. Ja? Ach, lieb Freundes. Ich hab leichten Dachschaden, oder? Oder? Kann sein. Ich liebe es übrigens in dieser... Ja, weiß nicht. Oh Gott. Ich liebe es, in dieser komischen Stimme zu reden. Also, viele interpretieren das so als, ja, menschenfeindliche Stimme. Was heißt menschenfeindlich? Aber hier diese, so rassistisch, weil ich so wie ein türkischer Vater klinge oder wie so ein Pizzabäcker klinge. Keine Ahnung. Ich darf auch meinen Laster haben. Habt ihr das verstanden, Fräuleins? Ja. Ist da nichts verwerflich dran, wenn ich mal in so einer komischen Stimme rede? Ich meine, Mario redet wie ein Italiener. Das ist jetzt voll der Rassismus gegen Italiener. Nee, Charles Martin halt redet wie ein Italiener. Er ist gar kein Italiener, das ist voll rassistisch. So, wisst ihr, wie ich meine? Charles Martin halt ist Amerikaner, aber er redet wie ein Italiener, das ist voll rassistisch. Es gibt auch, ganz ehrlich, ja, es gibt auch Momente, da kann man, ich sag mal, einfach mal seine Stimme verstellen. Warum sich da den Bohai machen? Verstehen Sie? Meine Fräsen. Du musst den Leuten aber auch immer die Welt erklären, ne? Zum Heulen. Ehrlich. Ha. Ne? Das habe ich auch schon mal in Clash Royale und so gemacht. Und ich mache diese Stimme, ja, nicht regelmäßig, aber ich mache sie manchmal. Und ich weiß nicht. Bevor dann irgendwelche Leute denken, dass wir uns da irgendwie fremdenfeindlich verhalten, rassistisch verhalten, weil wir diese Stimme nachahmen, die sonst irgendwelche türkischen Väter machen oder irgendwelche italienischen Pizzabäcker machen, sag ich vorher, hey, das ist alles Spaß. Also bye. So entspannen Sie sich nun eigentlich hier mal, Sie alten Drecksäcke. Aber okay. Nee, keine Ahnung, ich denke, ich war mal so frei und sag das mal. Ja. So einfach ist die Kiste. Ja, ja. Ihr Freundes. Ja. Ansonsten, ich glaube, ich weiß sogar schon, was wir in diesem Part durchsprechen können an Themen und so, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ich denke, das kann man machen. Was mich so als Person ausmacht auf YouTube und so, ne? Die Frage stelle ich mir nämlich auch noch manchmal so. Was macht mich eigentlich aus? Wieso bin ich eigentlich so, so bekannt? Hashtag bekannt. In Anführungsstrichen bekannt auf YouTube geworden. Jetzt mit für mich mittlerweile 26.000 Abonnenten, die ich heute erreicht habe am 16. November. Ja, da wo das Video kommt, sind es wahrscheinlich schon mehr. Ich denke, ich weiß gar nicht, wie viele es dann sind. Ich könnte höchstens prognostizieren, ungefähr 30.000 vielleicht. Ich weiß ja nicht, was der Super Mario Run Hype so alles hergibt. Ich weiß gar nicht, was der Pokémon Sonne Hype hergibt. Werden wir alles sehen. Wisst ihr Bescheid? Aber ich denke mal, jetzt gerade so hier, während das Video kommt, zu ungefähr 30.000 Abonnenten. Es könnten auch weniger sein, 29.000 oder so. Vielleicht sind es mehr, vielleicht sind es weniger. Müssen wir uns dennoch kein Bohai rausmachen. Ja, wir müssen gucken, wie sich das entwickelt hat. Na, aber jetzt gerade bei so einer Abonnentenanzahl fragt man sich so, was macht mich eigentlich aus und wieso bin ich eigentlich so an diese Abonnentenzahl gekommen? Wie und woher ist das zu erklären?
Aber erstmal der Kampf mit Bosa, den wir heute, oder den wir in diesem Let's Play schon zum gefühlt 10. Mal sehen. Keine Ahnung, für 100% musst du den ja irgendwie 4-mal durchspielen oder so. 4-mal, wirklich 4-mal. Ich glaube, bis jetzt. Ich glaube, das ist jetzt unser 3. Mal. Aber trotzdem, oh mein Gott. So, jetzt aber erstmal wieder so. Hallo? Okay. Real Rap, weil ich glaube, Peach sagt jetzt nicht mal Mario, weil das ist logisch. Sie sagt jetzt bestimmt Luigi! Hallo! Oh ja! Das hat gar nicht zu den Lippen. Ja, das war gar nicht lippensynchron, aber okay. Du Sau. Das kann man aber auch gar nicht skippen, ne? Und es hat sich ja nichts geändert, bis auf die Tatsache, dass Peach einfach nur Luigi gesagt hat. Meine Fresse, aber die Musik wieder, ne? Wow. Nennt mich krank, aber als ich letztens wieder an meinem Geburtstag habe ich quasi eine Feier gemacht. Ich habe ein bisschen mit meinen Freunden zelebriert. Ja? Könnte man so sagen. Und ich sag mal so, ich habe. Komm schon, du kannst da hoch. Komm schon, das klappt doch. Ja. Ich lag da so in meinem Bett. Ich habe gerade frisch gereiert. Und, was soll ich euch erzählen? Ihr findet das vielleicht als. Ihr findet es vielleicht als merkwürdig oder als komisch, das zu machen, aber. Ich habe total betrunken in meinem Bett gelegen, wollte schlafen. Und habe mir dieses OST angehört, so. Ich weiß auch nicht warum. Wieso? Warum? Warum hast du das gemacht, Kai? Keine Ahnung. Aber gerade wenn man alkoholisiert ist, passieren nun mal viele Dinge, die man, ich sag mal, passieren nun mal viele Dinge, die kannst du nicht erklären, die passieren einfach so. Es ist einfach passiert. Ende im Gelände. Ich lag da so in meinem Bett, wollte eigentlich schlafen, weil, ne, müsst euch vorstellen, jedes Mal, wenn ich quasi anfange zu reiern, will ich schlafen, so, weil ich bin kaputt, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und, ah. Wissen Sie, verstehen Sie? Und das ist halt passiert. Und dann habe ich mir dieses OST angehört. Und schön war die Welt. Ich habe mir sogar die Videos von Rednauser und von Kleda angeschaut, wie sie das hier gespielt haben. Nur damit ich dieses OST wieder höre. Ja. Karl, bist du irgendwie vollkommen geknackt? Sehr wohl, Sir. Das bin ich. Guten Tag. Jawohl. Na, passiert. Das ist das Leben, ja? So richtig so schön zwanghaft lippensynchron gemacht und zwar so richtig hohl. Ha. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir kommen mal zum Fazit vom Spiel, weil wenn wir hier schon die Credits haben, will ich das ganz kurz abhandeln, wie ich dieses Spiel finde und so weiter und so fort. Ja, Luigi, ja. Also, Super Mario 3D Land ist noch nicht fertig, es geht noch weiter, wir spielen mit Luigi noch die Spezialwelten durch. Und dann kommt noch extra Part oder vielleicht mache ich das auch in den... Ich muss mal gucken, wie ich das einbinde, aber wir werden dann quasi... Naja, ich sag mal... Na, ich glaube, ich weiß, was ich heute mache. Ich spiele heute noch die erste Spezialwelt durch. Und dann beenden wir den Part und dann machen wir quasi dann immer noch zwei Welten pro Part, aber... Ihr werdet schon rausfinden, wie wir das meinen. Ich will da nicht spoilern, aber da jetzt im Spiel nicht mal allzu viel passiert, kann ich einfach zur Wertung kommen und ich finde das Spiel eigentlich ganz okay. Es ist gut, es ist ein guter Mario-Titel. Wobei man sagen muss, ja komm, grafisch fangen wir da mal da an, um da mal ein bisschen Stellung reinzubringen, ja. Und um da mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Grafisch ist es eigentlich ein ganz cooler 3D-Titel.
auch ein cooler 3DS-Titel besonders und ja, ist schön. Sehr, sehr schön gemacht. Ich find's nicht schlecht, gerade so die von Steigerung zu 3DS, vom DS zu 3DS ist es schon eine ganz gute Steigerung auf jeden Fall und kannst du nicht meckern. So. Haha. Ja, Ouija, ja. Oh ja, das kennen wir schon. Ja, ist okay. Gerade so von, wenn man die Steigerung vom DS zu 3DS sieht, da ist schon eine Steigerung vorhanden und das merkt man auch, ne? Besonders wenn man bedenkt, dass der 3DS ja ungefähr so leistungsstark ist wie ein GameCube. Wie der GameCube. Da ist das schon in Ordnung. Das sieht auch... Ja, man kann jetzt nicht darüber streiten. Das sieht aber gar nicht aus wie ein GameCube-Titel und so. Kann man sich darüber streiten. Aber ich muss sagen, es ist okay. Es ist ein grafisch ganz tolles Spiel. Wobei ich sagen muss, dass man hier ganz gut daran erkennen kann, dass die Renderdistanz ein bisschen kurz ist. Das merkt man, ne? Da habt ihr gesehen. Seht ihr das? Das könnt ihr auch dreimal raten, warum die Kamera so, ja, nicht so gerichtet ist, wie sie jetzt gerichtet ist, sondern dass sie immer so ein bisschen auf Luigi herabsieht. Wisst ihr, wie ich meine? Gerade damit man sowas hier nicht sehen muss, dass im Hintergrund dann einfach die Gegner auftauchen. Ne, weil natürlich muss hier so ein bisschen daran eingebüßt werden. Der 3DS ist natürlich nicht so leistungsstark. Er ist zwar okay, von der Leistungsstärke her, aber da geht noch mehr. Da würde eigentlich noch mehr gehen. Aber da es das nicht tut, musste Nintendo sich irgendwie anders behelfen. Sie mussten die Grafik irgendwie kompensieren. Im negativen Sinn. Und das ist halt quasi, ja, die Renderdistanz. Die Distanz halt. Bei der man geladene Objekte sehen kann. Und das ist hier ganz klar erkennbar. Und muss man ganz klar so sagen, ja. Hm. Und so ist das auf jeden Fall, ne? Das zur Grafik. Vom Sound her ist es, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schön, die Musikstücke, die brennen sich in deinen Kopf, in dein Ohr hinein. Und jedes Musikstück erzeugt eine Atmosphäre. Gerade auch hier dieser, wo atmosphärisch dann ein Stresslevel angehoben wird, bisschen Hektik angehoben wird, besonders Hektik hervorgerufen wird durch Mario Morgana. Das erkennt man schon ganz gut. Also alles, muss man ganz ehrlich sagen, so durchweg schöne Soundtracks dabei. Schön ist die Welt. So, vom Spielspaß her muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so der, ich würde sagen, schwächste Punkt im... Oh Gott. Der schwächste Punkt im Spiel, weil... Naja, erstmal... Das Spiel 8 Welten braucht, damit es schwer wird. Und weitere 8 Welten braucht, damit es richtig nervig wird. Weil man quasi die gleichen Level zu 90% sieht. Ja, nicht... Also doch, man sieht die... Zu 90% sehen die Spezialwelten wie die vorherigen Welten aus, ehrlich gesagt. Und das ist nicht gut. Nur weil diese Level ein bisschen schwieriger gemacht worden sind. Das ist null das ist wenig Eigenarbeit. Man hat quasi die Level ein bisschen grundverändert, hat sich die, Idee der ersten Welten genommen. Oder der Ursprungswelten genommen, der Ursprungslevel genommen. Und hat die Level halt dahingehend ein bisschen schwieriger gemacht. Und das ist so ein Punkt. Naja. Wie sollte das finden? Finde ich keine gute Idee. Er wurde nicht gut gemacht. Da hat wirklich bei Nintendo, da hat die Faulheit überwiegt, ne? Überwogen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da war man wirklich zu faul. Und war sich ein bisschen zu schade dafür, neue Level einzubauen. Ja, vielleicht, um den 3DS zu pushen oder so, dass sie dachten, ja, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Finger hauen. Macht mal irgendwas Schnelles, damit das Spiel nochmal zum Weihnachtsgeschäft 2011 rauskommt. So, ne? Kann ich mir vorstellen. Nichtsdestotrotz, die Ideen der Level, die gefallen mir. Die Level sehen schön aus. Nur, dass einige, und mit einiger meine ich viele Level, doppelt vorkommen müssen, das ist halt nicht die feine englische Art. Das muss nicht sein.
Und das weiß Nintendo genauso gut, wie wir das allesamt wissen. Ist nicht schön. So, das wär's dann soweit eigentlich schon zum Spielspaß. Wobei ich nochmal am Ende ein ganz dickes Manko abgeben muss, und zwar, es ist richtig schade. Es ist richtig schade, dass man für die vollsten 100% nochmal alles mit Luigi machen muss. Das ist auch so eine Sache unnötig eigentlich. Na, damit du alles spielen kannst, damit du jedes einzige, damit du nochmal das Ende freischalten kannst, was ich jetzt nicht spoilern möchte, musst du wirklich, naja, auf 100% gegangen sein. Und die 100% sind einfach, spiel nicht nur alle Level mit Mario durch, sondern spiel alle Level nochmal mit Luigi durch. Man muss sagen, es ist ganz okay, dass man nicht alle Sternmünzen nochmal mit Luigi holen muss, weil dann würde mich auf jeden Fall umbringen, ja. Ehrlich gesagt. Brodine. Das wäre wirklich so zum Heulen. Deswegen ist es gut, dass Nintendo das nicht gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz. Nein! Nichtsdestotrotz merkt man einfach, dass das Spiel letzten Endes langweilig wird durch die Tatsache, dass man alles nochmal mit Luigi machen muss, was halt überhaupt nicht sein muss eigentlich. Da hätte Nintendo sich auch was anderes einfallen lassen können, aber wie ich schon gesagt habe, ja, macht mal schnell hier, damit ihr wisst Bescheid, ne? Macht mal schön schnell noch das Spiel fertig, damit es zum Weihnachtsgeschäft rauskommen kann. Wir brauchen ja die Klicks. Ohne Witz. Ob sich Nintendo das gedacht hat oder nicht, das wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben. Aber Fakt ist, sie haben sich hier sehr, 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 sehr hinreißen lassen, faul zu sein, faul zu arbeiten. Wenig Eigenarbeit zu zeigen, und das spiegelt die 8, also die 8 Spezialwelten definitiv wieder. Und das ist eine Sache, das muss nicht sein. Aber darauf haken jetzt auch schon 5 Minuten drauf rum. Ergo, ja. Kurzum, um das alles hier mal zusammenzufassen, ne? Ich könnte noch die Innovation ansprechen. Das ist auf jeden Fall der Punkt, dass wir hier ein neues Konzept haben. Es ist ein 3D-Mario-Spiel, was man vorher so noch nie gesehen hat. Es ist ein 3D-Mario-Spiel, das so in der Form noch nicht vorhanden war. Es ist quasi ein New Super Mario Bros. Teil in 3D. Kann man sagen. So. Das ist quasi das 2D-Spiel in 3D, und das ist auch so quasi 2,5D, kann man sagen, weil, naja, für 3D finde ich es halt noch wichtig, dass man die Kamera im 360-Grad-Winkel justieren kann, und das ist hier halt nicht drin, das geht ja nicht. Und das ist auch so eine Sache, was das ganze Spiel halt ein bisschen einengt. Du kannst die Kamera nicht so verstellen, wie du es willst, und ich hoffe mal so sehr, dass das Mario Switch Spiel, was sicherlich schon wahrscheinlich von Nintendo vorgestellt wurde, weil der Part hier ja, ich denke, lange nach der Switch Präsentation rauskommt. Na, und dahingehend denke ich einfach mal, dass Nintendo uns da schon glücklich machen wird. Hoffentlich. Nichtsdestotrotz, liebe Freunde. Ja. Man muss Nintendo wirklich zugestehen, es ist innovativ, was sie hier gemacht haben. Es ist was anderes, es ist was Neues. Und es funktioniert auch. Größtenteils. Und so würde ich das Spiel auch betiteln. Ein cooles, neues, erfrischendes Spielprinzip. Was auch Spaß macht hier und da. Aber letzten Endes scheitert es an dem Schwierigkeitsgrad, der am Ende des Tages viel zu sehr darauf aufgebaut ist, alte Ideen wieder neu aufzugreifen. Ist ein bisschen unnötig. Aber okay, das ist für mich 3D-Land. Ich habe schon lange keine randomische Sektflaschenwertung mehr abgegeben, deswegen mache ich das an der Stelle auch mal ganz kurz, ja. Also, ne Freunde, ja. Am Ende des Tages bekommt das Spiel von mir 4 von 5 randomischen Sektflaschen, mehr nicht, ja. Für 4,5, da fehlt noch ein bisschen der feine englische Stil. Mehr Eigenanteil. Mehr eigenständige Level. Mehr neue Level hätten es auch getan. Und dann wäre das Spiel auch ein bisschen besser bei mir abgeschnitten. Aber ich denke, auch mit 4 randomischen Sektflaschen kann Nintendo sich schön in den Rausch saufen.
und ich wünsche euch damit auch viel Spaß. Sehr wohl. So, jetzt habe ich alles soweit abgegeben. Ich denke mal, wir können den Pacht beenden. Er ist ein bisschen kurz, aber er ist knackig. Und das schmeckt man dann auch, ne? In dem Sinne, beim nächsten Mal machen wir die nächsten zwei Spezialwelten. Ich guck mal, über was für ein Thema wir reden. Ich wollte eigentlich über ein Thema reden. Ich weiß noch nicht, was. Wir gucken mal. Vielleicht will ich irgendwas Spontanes abhalten. Wir können ja über das neue 3D-Mario reden. So ein bisschen Prediction-Style, ne? Ein bisschen vorausschauen und so. Wisst ihr Bescheid. So ein bisschen Spekulatius. Haut rein. Ciao.